Moin, moin und herzlich willkommen zu einem Filmchen. Ja, heute bin ich nach Hause gekommen, Feierabend, lag hier Paket, das wollen wir mal auspacken. Das Paket kommt von Michael, da war gerade erst vor kurzem schon mal ein schönes Päckchen gekommen, habt ihr bestimmt gesehen, den Film. Ja, wollen wir da mal gemeinsam reingucken in den Karton. Also wenn ihr Bock drauf habt, packen wir mal aus. Ja, auch gespannt, genau wie ich, ja. Oh, ja, das ist ja schon mal wieder schön. Schöne Postkarte. Moin Dirk, hoffe es passt. Du kannst sie gebrauchen. Ruf Michael. Ja, Michael. Ja, geil. Geil. Haha. Die schwedische Jacke. M39. Ja, sehr cool. Sehr cool. Eine schöne Wollfilzjacke. Sehr cool. Michael, da fehlen mir echt die Worte. Vielen Dank. Richtig genial. Ja, da wollen wir die gleich mal überziehen und gucken, ob die passt. Da bin ich mal gespannt. 1958 gestempelt. Größe 100. Ja, schauen wir mal. Sollte eigentlich passen. Wie die passt. Hervorragend. Ja, sehr cool. Auch mit den beiden schönen Taschen hier hinten. Sehr cool. Ja, dann wollen wir uns mal das gute Stück etwas genauer anschauen. Was meint ihr? Die Wollfilzjacke M39, aber das ist ein Modell, was dann in den 50er Jahren auch nochmal produziert worden ist. Hier kann man schön die Waffengattung sehen. Bis nach oben schön verschlossen mit ordentlich großen Knöpfen. Wir haben 1, 2, 3, 4, 5 Knöpfe. So, hier unten sind von innen auch nochmal Knöpfe angesetzt, um das dann hier und da rüber auch nochmal zu verschließen. Ordentliche Taschen. Schön geräumig. Können wir gleich sehen, wenn wir das einfach mal umdrehen. Innen drin, das fühlt sich an wie, ich hätte erst gedacht, fast wie Leder. Es könnte auch Leder sein. Wir sehen es gleich. So, das ist die Vorderseite. So, bevor wir jetzt umdrehen, können wir noch höchst einmal hier in den Achseln gucken. Da haben die nämlich
schönen Stoffbesatz eingenäht. Ja, und die Rückseite, kann man auch so eine schöne Dehnungsfalte hier sehen. Sehr cool. Da sieht man auch nochmal diesen Stoffbesatz, der da angenäht ist. Ja, die beiden rückwärtigen Taschen auch richtig groß. Wenn man so mal die Hand daneben hält. Da geht auch ordentlich was rein. So, und hier haben wir noch wieder die schönen Knöpfe, auch mit den drei Kronen drauf. Auf der anderen Seite genau das gleiche. Dann wollen wir die Jacke mal auf links ziehen und gucken, wie das dann so aussieht von innen. Ja, vom Innenteil der Jacke kann man gleich erkennen, dass das richtig schön hier mit Stoff zusätzlich abgesetzt ist. So, hier haben wir auch noch ein Fabrikationsschild, Unex, die drei schwedischen Kronen. Hier ist so eine kleine Einstecktasche. Und dann haben wir noch eine etwas größere Brusttasche, die über einen grauen Knopf verschlossen wird. Die Tasche verfügt über keinerlei Einteilung, also einfach nur eine große geräumige Tasche. Ja, hier unten kann man nochmal die äußeren Einschubtaschen erkennen. Also von innen fühlte es sich an wie Leder, aber das wird irgendwie, keine Ahnung, Von hier aus fühlt es sich an wie ganz normale Baumwolle, was von innen gleich irgendwie aufgeflockt ist, keine Ahnung, ich weiß es nicht genau. Ja, hier kann man nochmal die zusätzlichen Knöpfe erkennen, für da zum Verschließen. Dann haben wir hier noch so einen Knopf und hier einen Knopf. Ja, und die sind, ja, wir gucken uns das jetzt an, wenn wir das Teil umdrehen. Jetzt fliegt natürlich hier so ein Flieger vorbei, ne? Der macht ganz schön Radau. So, weiter geht's. Wir haben ja eben die beiden Knöpfe. Ja, dafür ist dieses tolle Teil hier. Das kann man sich dann durch den Schritt nach vorne hinbinden, damit die Jacke vernünftig sitzt und nicht hochrutscht. Ja, hier sieht man auch noch so eine eingenähte Verstärkung. Und diese ganze Schulter-Rückenpartie ist auch nochmal mit diesem Stoff hier doppelt abgenäht. Ja, ich weiß nicht hier oben, ob man das erkennen kann. So gerade eben. ...1958... Größe 100 soll es wohl heißen. Es ist sehr schlecht zu sehen. Ich weiß nicht, ob ihr das sehen könnt. Den Stempel. Ja, und hier oben ist noch so ein schöner Aufhänger für die Jacke dran. Ja, sehr cool. Sehr, sehr cool. So ist aus diesem Auspackfilmchen auch gleich noch eine Jackenvorstellung geworden. Die schwedische Wollfilzjacke M39, keine Ahnung, M59. Oder wie wird das Modell bezeichnet? Ich weiß es nicht ganz genau. Auf jeden Fall richtig cool. Ich weiß gar nicht, wie das gut machen kann, Michael. Vielen lieben Dank und beste Grüße nach Hamburg. Und ja, auch an euch fürs Zuschauen. Vielen Dank. Und dann würde ich sagen, bis die Tage. Macht's gut. Ich melde mich ab.